Hallo miteinander, ich bin Daniela und heiße euch am Empfang vom BZB herzlich willkommen. Hier werden in Zukunft unsere Gäste und Studierenden betreut, kommen die Auskünfte über. Mein Name ist Pascal Blunschi, ich bin Bauleiter hier im BZB. Zurzeit sind die Rohbauarbeiten hier im Erweiterungsbau fertig und wir haben schon einen Teil der Fassade montiert. Stand heute sind ca. 30'000 Tonnen Beton und 2'500 Tonnen Stahl verbaut worden. Die Besonderheiten hier im Bau waren sicher Just-in-Time-Einbringung der Fertigbetonelemente hier im Neubau. Hallo zusammen, gern begrüße ich euch in der neuen Lokalität vom BZB Gastronomie. Auf der linken Seite sehen wir das Restaurant, der ursprüngliche Theoriesaal A. Nachher Kapazität ca. 270-280 Sitzplätze. Auf der rechten Seite sehen wir dann später die ganze Buffet-Einlage mit Kaffeemaschine. Hinten gibt es die Menüausgabe mit Regeneration. Und die Küche wird weiterhin unten im Keller stattfinden. Ich freue mich auf euren Besuch. Ein guter jetzt schon und auf viele schöne Events. Mein Name ist Stefan und wir befinden uns hier im Neubau im ersten Obergeschoss im Grossseminarraum. Hier können Veranstaltungen bis 150 Personen stattfinden und man kann den grossen Raum in vier kleinere Räume unterteilen. Hallo zusammen, ich bin der Pascal. Wir sind hier in unserer Doppelturnhalle. Die wird nach den üblichen Macklinger Normen gebaut und am Schluss gibt es sogar eine Kletterwand noch drin. Grüezi, mein Name ist Nicole. Aktuell befinden wir uns hier gerade in einem von insgesamt 21 Schulungs- und Seminarräumen vom zukünftigen BZB. Guten Morgen miteinander. Ich bin hier im neuen Fitnessraum vom BZB. Ihr seht die wunderschöne grosse Fläche, wo dann hier die neuesten und modernsten Fitnessgeräte kommen, wo wir unsere angehenden Studierenden trainieren können, damit sie ihren beruflichen Alltag bestehen können. Wunderschön! Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag und ich schaue jetzt weiter auf Amerika. Hier im Lernrevier mit insgesamt 3 Lernzonen, wo wir unter möglichst qualitätsnahen Bedingungen mit unseren Studierenden trainieren können. Mein Name ist Tom Huber, ich bin Chef des Ressorts Schiessen bei der Stadtpolizei Zürich. Wir befinden uns hier im Untergeschoss des BZB, im kleineren Schiesskeller. Beide Schiesskeller werden der Stadtpolizei exklusiv zur Verfügung stehen. Das Spezielle an diesem kleinen Schiesskeller ist, dass wir nicht nur gegen vorne schiessen können, sondern dass wir auch seitlich schiessen können. Eine Exklusivität in der Schweiz. Wir werden hier gleichzeitig mit 8 Polizisten und Polizistinnen Ausbildung betreiben können. Es wird noch ein Schiesskino geben.
Es wird reaktive Ziele geben, die man steuern kann. Eine Soundanlage wird es geben. Das Licht kann man steuern. Also ganz, ganz eine spezielle Anlage, wo wir uns freuen, wenn sie dann in Betrieb ist. Wir sind hier im zweiten, im grossen Schiesskeller. Speziell an diesem Schiesskeller wird sein, dass wir hier nicht nur mit der Pistole und der Maschinenpistole schiessen können, sondern der Kugelfang ist ebenfalls darauf ausgelegt, dass wir auch mit dem Sturmgewehr schiessen können. Das wird uns die Möglichkeit geben, mit dieser speziellen Waffe zeitunabhängig, allenfalls eben auch zur Nacht, Ausbildung zu betreiben. Da sind wir in der Trainingshalle, da können wir verschiedene Einsatzszenarien und Selbstverteidigungstechniken trainieren. Hallo miteinander, mein Name ist Jan Rehli, der Bereichsleiter der Höheren Fachschule für Rettungsberuf und der Zentrumsleiter des Bildungszentrums Blaulicht. Ich hoffe, ihr habt einen spannenden Einblick gehabt in unseren Neu- und Umbau, den wir ab dem Frühling 2023 euch begrüßen dürfen. Und ich freue mich jetzt schon, gemeinsam mit euch dann nachher das neue Gebäude in Betrieb zu nehmen.